Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen Rock of Ages 2. Diesmal geht's nach La Mancha und ich würde sagen, dann sind wir schon fast so weit, dass wir dann einzelne Türme langsam abgrasen müssen. Weil der Weg ja nicht linear ist, stehen da noch so einzelne in der Landschaft rum, ne? Fails ist sehr effektiv gegen Don Quixote. Jetzt wissen wir's. Und er hat ein sehr, sehr dummes Pferd. Also, dann machen wir den mal lang, würde ich sagen. Wir wählen wieder mal den Feuerball. Nehmen auch mal Ball. Wir nutzen die mächtige Saugleistung, um Felsblöcke einzufangen. Nutzen wir mal. Hier nutzen wir auch auf jeden Fall Katapulte, Elefanten, Tribok. Einfach weil der, den haben wir noch gar nicht in Einsatz gesehen. Und Chaos. Also hier gibt es sehr viele Wege, die ans Ziel führen. Daher würde ich sagen, beschränken wir uns erstmal darauf, das Ziel hart zu machen. So. Was machen wir hier noch? Haftende Kühe. Und dann hätte ich gerne hier sowas, um ihnen die Abkürzung zu vermiesen. Dann kann ich auch einfach straight durch quasi, ne? Durch die Mühlen, statt hier außen rum zu fahren. Ich weiß aber nicht, ob der NPC das macht oder nicht. Aber das wird sich dann gleich zeigen. Machen wir hier nochmal Tribok hin. So. Jetzt haben wir schon kein Geld mehr. Oh, ich habe keine Bank mitgenommen. So ein Fuck, ey. Ganz vergessen. Naja, das wird auch so passen. Der Feind rollt. Und kriegt erstmal einen Blitz ins Gesicht. Komm, ja. Sehr schön. Brems, jawohl. Fuck. Da wäre ich lieber den langen Weg gefahren. Okay. Läuft ja bisher. Ich glaube, wir sind auch deutlich vor ihm. Ja, scheint so. Bam, 207. Das ist ordentlich. Aber der kämpft doch irgendwo hier hinten rum. Der schafft den Sprung hier nicht, oder was? Dann machen wir das doch noch angenehmer für ihn mit hier Elefanten noch hin. Aber jetzt schafft das natürlich, oder was? Noch bevor mein Elefant gebaut ist, so ein Arschloch. Ich
hier so Trebuchets hin. Der nutzt tatsächlich nicht die Abkürzung. Mach's nicht kaputt. Ist gerade ganz neu dabei, gebaut zu werden, die Sachen. Hahaha, geil. Von einer Wahl in den nächsten. Also, der NPC hat auf jeden Fall Probleme, aber kein Wunder, wenn Don Quixote ihn steuert. Der muss ja maximal verwirrt sein, der Bursche. Lieber ein bisschen abbremsen und einmal die Rotation abwarten. Ja, komm, hier fahre ich jetzt doch mal außen rum. Nehmen wir das hier auch mal mit. Jetzt hat er mal das Tor erreicht. Und wir sind schon wieder, während er es zum ersten Mal erreicht hat und kaum Schaden gemacht hat, sind wir schon zum zweiten Mal da. Und killen ihn beim nächsten Mal. Wer braucht schon Minen? Langt auch so. Machen wir hier die Wahlrotation noch mal ein bisschen weiter. Was machen wir noch? Elefanten. Auf jeden Fall. Weiß gar nicht, ob die da so gut sind, die Elefanten, oder ob die da nicht stören. Also die Wahlansaugenummer. Keine Ahnung. Also die Sprungbretter, die mag ich schon auch ganz gern. Ach, ich krieg ja kein Geld mehr, weil ich keine Bank habe. Da hat er auch wieder massive Probleme hier an Schissel zu sein. War ein gewagter Versuch einer Abkürzung und hat nicht geklappt. Dafür kriegst du hier erstmal einen Blitzschlag, ist doch nett von mir. Nochmal ein, jawohl. Jetzt hat er Geschwindigkeit drauf, der Bursche. Los geht's. Fuck. Genau das ist das, was ich eigentlich da vermeiden will. Durchbrezeln, jawohl, hat gelangt. Fuck, fuck, Brems, auch geil, geschafft. Und gegen das Tor, jawohl. Er hat uns nur ein einziges Mal erreicht. Das kommt davon, wenn man nicht so richtig sehen kann. Oder was ist die Story dahinter? Ist er einfach nur debil? Ich weiß es nicht. Dann probieren wir den Hürdenlauf doch mal als nächstes. Welches Bällchen nehmen wir da? Ach komm, wir nehmen den Engel. Aber ich glaube, der bringt hier gar nicht so viel, weil so geil kann man hier nicht abkürzen, ne? Oh, Wal, da bläst er. Nice. Das haben wir gut erwischt. Nein. Wenn ich so schon nicht denke, dass ich die Kurve kriege, dann sollte ich es auch nicht versuchen. Oh
Geil, da habe ich jetzt selbst nicht damit gerechnet, dass ich da durchkomme jetzt so gut, ohne runterzufallen. Runde 2, was hat der denn eigentlich für einen Ball? Eine Eisenkugel oder was? Nein! Doof. Oh, hier unten kann man lang. Scheiße! Aber natürlich kann man da unten nur dann lang, wenn man es nicht verkackt. Ich stelle mich auch gerade an wie so der erste Mensch, ne? Ich will es aber auch einfach spannend machen, ist klar. Liegt nicht am mangelnden Skill, sondern ich habe so viel Skill, dass ich weiß, was ich mir leisten kann. Genau, das ist es. Das war sportlich. Oh Gott, das wird ja knapp. Fuck. Fuck, der kommt vor uns an. Fuck. Oh. Das war richtig knapp. Okay, ich habe doch nicht den Skill zu wissen, was ich mir erlauben kann. Aber es war fast ein Fotofinish. Bams. Der fährt da tatsächlich unten lang, ey. So ein krasser Mofo. Alter, wie weit der schon ist. Ist der wenigstens gerade runtergefallen? Nein, der ist nicht mal runtergefallen. Jesus. Okay. Könnte sein, dass wir das verlieren. Muss auch versuchen, die Abkürzung da unten zu nehmen. Da haut's ja voll raus. Geschafft, gut. War natürlich ein bisschen lucky. Den Elefant nehmen wir als Bande mit, auf jeden Fall. Fucking Feuerwerk, ey. Komm, lass mich durch. Jetzt wird es auf jeden Fall mit dieser Runde enden, egal ob positiv oder negativ. Mal schauen. Das ist schon mal schlecht. Gut, er hat auch Abgang gemacht. Immerhin etwas. Hohohoho. Haben wir aber geschafft. Nehmen wir wieder den langen Weg. Haben einen Wal aus dem Leben gebumst. Sind jetzt tatsächlich Japaner. Okay, geschafft. War knapp. So, dann holen wir uns hier unsere geile Windmühle ab. Da wäre wieder so ein Boss. Die können wir eigentlich, könnten wir beim nächsten Mal angehen, würde ich sagen, oder? Da fehlt noch ein Türmchen, hier rechts allgemein noch so ein bisschen. Da ist auch nochmal ein Boss. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes dann
zu dem Boss hier oben und machen dann hier so die Linie. Also dahin und da oben noch rum. Aber welcher krasse Boss uns hier erwartet in der keltischen See. Abgesehen davon, dass man das Bild hier jetzt schon sieht. Damit beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!